Immer wieder in den Wirrnissen und Taumeln der letzten Jahre tauchte die Erinnerung an jenen Mann in mir auf, der anno 1913 am heurigen Tisch in Wien über Gegenwart und Zukunft philosophierte. Er war ein Mensch, wie wir ihn alle kennen, der Mann, der einen Schwips hat und den in diesem Zustand ein sentimentales Bedürfnis anwandelt, in das von Zeitungslektüre und Wählerversammlungsschwall angerichtete Chaos seines Gehirns Ordnung zu bringen. Der Denkstotterer, der bei 40 Grad Alkohol im Schatten die Worte, die in seinem Kopf durcheinander liegen, auf einmal zu einem Sinn verbinden möchte. Wann einmal der alte Kaiser stirbt, begann er. Ui eh, heute geht's noch zusammen. Die Grovoden haben Angst vor den Bullen und der Russ traut sie nicht zu, aber wenn sie nicht durchlachst, ist sie Majestät. Er stand auf und salutierte, setzte sich wieder. Seine apostolische Nuntialität, der mal auch die Augen schließt. Dann geht's an. Dann haben wir einen Krieg. Aber das wird nicht so ein garer Krieg. Alle gingen's nachher auf, alle los, alle. Man lächelte und rückte weg. Da kommen zuerst die Russen, die Serben, die Rumänen. Der Deutsche schaut auch nicht still zu. Der Franzose geht auf den Deutschen. Dann kommt das britische Königreich England mit Schottland und Großbritannien. Belgien, die Italiener, nachher Montenegro und Paraguay. Ja, natürlich, Amerika auch, da lachen sie nicht. Die Amerikaner spitzen schon drauf und dann hat sie noch Japan dazu. Die halten sie eh schon lang mit den Bäm. Und wissen sie, was rauskommt? Also wir einmal, also wir Österreicher, wir sind hin. Da gibt es keinen Kaiser nimmer, wir werden republikanisch. So wie in der Grafschaft Sie auch, oder dort, ne? Die Dynastie verzieht sich, wir kriegen einen Präsidenten, einen Zozi. Ja, bis zur Grenze wird es ein Stumm sein, Arzgersdorf kommt nach Ungarn. Na ja, dann meinen Sie, Ungarn lassen Sie die Geschichte gefallen, in Russland schmeißen Sie den Zar raus. Sie haben schon genug, sagte einer und schob ihm das Glas weg. Na, ich bin nur das Vierte. Der deutsche Kaiser, der fliegt auch da nicht. Da setzen sie einen Küfen ein und nachher kommt erst der rechte Krieg. Die Sachsen gegen die Hessen, Schlesien wirft sich auf Bayern. Und die Bäm, die haben ein eigenes Land, das geht bis Pressburg. Da kann man dann also mit der elektrischen zu den Tschechen fahren, kam ein maliziöser Einwurf. Wenn sie wollen, können sie nachher hinfahren, wenn sie reinkommen. Aber wissen sie, was ihnen die Fahrt kosten wird? 100 Kronen, frotzelte ihn der Maliziöse, noch ein 20 Höller-Tarif. 100 Kronen? 1000, 50.000, 100.000, Geld ist nachher ein Dreck wert. Die Schlurf und die Gauner kaufen sie wären zusammen. Ja, was meinen Sie, wird ein Schickel Brot kosten? 2000 Kronen? Und ein Anzug? Millionen! Wie der ist heute ein Kilo Rindfleisch? 24 Reizer? Das kostet aber gleich 20.000 Kronen. Die Ägyptischen werden aus Rotzknädeln gemacht. In Deutschland kommt es noch ärger, da wird es Mörder geben. Die fressen die Hund und die Menschen zusammen. Aus Oberschenkeln machen sie separierte Schnitzeln. Jetzt kann man ins Schreien, die randalieren. Mit der Haut von Schlosser gesehen, werden sie sich die Wäsche zusammenbinden. Aus den Tat wird ein Kompott. Ein Postoffizial, der dem Randal ein gemütliches Ende machen wollte, unterbrach ihn mit der Frage, na und was wird mit den Beamten? Der Redner sah ihn an, trank einen Schluck, sah ihn nochmals an, sprach mit einem Seufzer, die werden bleiben. Am 7. August 1922 war ich sehr verliebt, und zwar in eine gewisse Frau Elisabeth Tomaschek aus dem 8. Bezirk. Der Herr Tomaschek war damals gerade verreist und so stand meinen Gefühlen fast nichts mehr im Wege. Ich gebe es heute gerne zu, das war moralisch nicht schön von mir, aber von einem natürlichen Standpunkt aus betrachtet war es doch auch wieder nicht unschön. Die Natur ist halt mal ungerecht und obendrein war ich damals noch ziemlich hemmungslos. Der Krieg war ja noch kaum vorbei. Am 12. November 1928 kam nun der Herr Tomaschek, den ich inzwischen schätzen gelernt hatte, unerwartet zu mir. Er war erregt und sagte, ich habe gerade eine Karambolage hinter mir. Und dann setzte er mir auseinander, dass diese Karambolage mit einem scharfen Wortwechsel zwischen ihm und seiner Gemahlin begann, und zwar über das Thema, ob der Bubi humanistisch gebildet werden müsste oder ob er in die Oberrealschule gehen sollte. Die Frau war absolut für die Oberrealschule, weil diese ganz in der Nähe lag, aber er hatte eine Schwäche für das Unpraktische.
Energisch verteidigte er den Wert des humanistischen Bildungsideals und dabei entschlüpfte ihm, leider Gottes, ein ordinäres Schimpfwort. Die Frau schimpfte natürlich zurück. Und das ging so her und hin, bis die Frau, und für sie dürfte diese ganze Debatte wahrscheinlich nur ein Anlass gewesen sein, um einen seit 1920 aufgestapelten Groll das Ventil zu öffnen. Jetzt kommt die Karambolage, schrie mich der Tomaschek an. Sagt das Luder nicht, dass sie am 7. August 1922 etwas mit dir gehabt hätte? So, sagte ich. Also das finde ich unerhört. Ich möchte heute jetzt nur klar sehen, fuhr der Tomaschek fort, ob das nämlich stimmt. Denn wenn das nämlich stimmt, dann lasse ich mich nämlich scheiden. Das kann mir niemand zumuten, dass ich mit einer zusammenlebe, die sich mit einem wie mit dir eingelassen hat. Sag's mir nur ruhig, das wird unsere Freundschaft nicht stören. Ich bin dir nicht böse, wenn du kannst ja nichts dafür. Meiner Seel, das Weib ist halt mal so ein Grundübel, die personifizierte Sünde, das Laster in persona. Während er so sprach, überlegte ich krampfhaft, wie ich vorgehen sollte. Also, eine Familie wollte ich nicht zerstören, denn das wäre gegen meine Prinzipien gewesen. Aber eigentlich wollte ich auch den braven Tomaschek nicht täuschen. Ich hatte ein direkt miserables Gefühl bei dem Gedanken, dass ich sein verständnisvolles Vertrauen missbrauchen sollte. Schließlich siegte mein Altruismus. Zwei Menschen, die das Schicksal gesetzlich zusammengetrieben hat, sagten mir, dürfen nicht voneinander gejagt werden. Und solches erst recht nicht, weil dann der herzige Bubi auseinandergerissene Eltern hätte. Und so antwortete ich dem Tomaschek, also, ich finde das von deiner lieben Gemahlin schon ziemlich leger, dass sie mich da in ein Drama hineinziehen will, bloß um dich aufzuregen. Natürlich ist das alles erlogen. Mein Tonfall beruhigte ihn und er gab mir seine klebrige Hand. Ich muss jetzt noch ins Kontinental, sagte er. Also, du glaubst, fragte ich. Ich glaub alles, sagte er und es lag eine gewisse Resignation in seiner Stimme. Kaum war er weg, rannte ich zu seiner Frau. Elisabeth, fuhr ich sie an. Der Viktor war gerade bei mir und hat sich erkundigt. Ich weiß schon, unterbrach sie mich. An Sportmast, brüllte ich. Das war alles Programm gewiss. Ich habe ihm natürlich gebeichtet, dass ich was mit dir gehabt habe, weil er mich an meiner Ehre gepackt hat. Jetzt will er sich partout scheiden lassen. Na also endlich, sagte sie und setzte sich. Das hatte ich nicht erwartet. Denn ich wollte ja gerade das Gegenteil. Ich dachte, sie durch mein erfundenes Geständnis einzuschüchtern, aber jetzt musste ich mit ansehen, dass sie direkt erleichtert war. Momentan wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Du kannst es ja gar nicht wissen, unterbrach sie die plötzliche Stille und sah mich lang an. Was denn? Erkundigte ich mich kleinlaut. Wie gut, dass er und ich zusammenpassen, sagte sie und betrachtete spöttisch meine modernen Schuhe. Ich hätte mich ja nie mit dir eingelassen, fuhr sie fort, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er sich bereits mit allerhand anderen Menschen abgibt. Nun stand sie am Fenster und das sah aus, als wollte sie überall hinaus, auch aus sich hinaus. Und der Bubi, fragte ich plötzlich scheinbar nebenbei, denn nun kam mein letzter Trumpf. Wenn sich der Viktor jetzt scheiden lässt, bist du natürlich der schuldige Teil und den Bubi kriegt natürlich der Viktor. Das riss sie aber sehr zusammen. Was sind das für unnatürliche Gesetze, schrie sie und war fürchterlich verzweifelt. Eine Mutter muss man eben bei ihrem Bubi packen, wenn man was bei ihr erreichen will. In diesem Augenblick trat abermals unerwartet der Tomaschek ein. Was machst du denn da, fragte er mich misstrauisch. Aber sie ließ mich nicht antworten, sondern stürzte sich weinend auf ihn, umklammerte ihn, jammerte grauenhaft, immer wieder bat sie ihn unartikuliert Verzeihung, küsste ihm sogar die Hand. Er sah mich fragend an. Ich habe ihr nur gerade vorgehalten, sagte ich, wie sie nur sowas behaupten kann, dass ich was mit ihr gehabt hätte, wo das doch gar nicht wahr ist. Also eine solche Wirkung haben meine Worte noch kaum gehabt. Sie taumelte direkt vom Tomaschek zurück, zitterte wie ein verprügeltes Tier. Dann blickte sie mich an und das war derart unheimlich gehässig, dass es mir eiskalt hinunterlief. Aber der Tomaschek machte bloß eine wegwerfende Geste. Sie ist halt blöd, das arme Haschel, sagte er. So rettete ich eine Familie vor dem Verfall.